Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Part, die Sims 4 an die Uni. Ja, wir stehen hier mitten im Badezimmer. Ja, weil der Ben, so chaotisch wie er nun mal ist, hängt in der Dusche fest. Warum auch immer, er kommt nicht raus, vielleicht weil die Emmy da steht. Ich werde ihn kurz hierhin teleportieren, dass er hier raus kann. Ja, denn ich wollte jetzt mit der Emmy-Maus mit unseren Enya und Nala zum Tierarzt reisen. Denn ich möchte einmal eine Vorsorgeuntersuchung machen und ich möchte mich mal informieren, ob man die Katzen sterilisieren, kastrieren lassen könnte. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass das mir eigentlich ein großes Anliegen ist, weil ich nicht möchte, dass die mehr so jämmerlich und verzweifelnd weinen. Ja, da sind wir dann auch schon. Ich habe nämlich versucht, eine Tierklinik im außergewöhnlichen Stil zu bauen. Die Sandra alias Minimi Sims Paradies hat mich darauf angesprochen und ich dachte mir, okay, komm, ich versuche mein Glück. Bisher ist es bei ihr gut angekommen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, das ist die Tierklinik von mir. Nicht allzu was Besonderes. So sieht sie aus. Der Blick von oben einmal. Wartebereich, Anmelde, zwei Behandlungszimmer, ein OP-Saal. Flur für die Tierärztin, Bett, damit sie halt auch ihren Schlaf bekommen. Und hier ist die Toilette. Und wir haben hier noch einen kleinen Park. Und guckt mal, wen die Emmy gerade entdeckt hat. Die Theresa ist da. Von dem... Oh Gott, wie sie kreischt. Hi, Sparky. Hallo, mein Schatz. Wieso bist du hier? Wieso bist du hier, mein Schatz? Shane, wieso bist du mit Sparky hier? Die Cleo ist auch hier. Cleo! Nee, das ist die Nala. Die Nala. Die Enya ist schon rein. Okay, dann sag mal dem Sparky Hallo und dem Shane und dann kannst du mal hier... Okay, also man kann es machen. Zur Sterilisation, Kastration, Anmeldung. Gut, wir machen erstmal eine Kontrolluntersuchung der beiden Kätzchen. Und dann... Ja. Oh, wer bist du denn, Oreo? Ah, der Oreo von der Theresa. Oh, du siehst aber schlimm aus, Schatzi. Nala, kommst du? Nala kommt. Sparky kommt auch. Wo ist die Enya? Enya, wo bist du? Enya ist schon am Erkunden. Enya guckt sich um, was hier alles so abgeht. Wer hier alles ist. Also, Emmy, was hattest du denn? Du hattest Wellness-Happen. Okay, du hattest Wellness-Happen hier drin. Wir gucken mal, was wir kaufen können. Ja, Sparky. Surprise, surprise, girl. Aber er sieht fit aus. Ich glaube, der Shane ist nur als mit Kontrolle hier bei ihm. Girl, Sparky. So, Emmy, hast du die beiden jetzt angemeldet? Die Enya geht erstmal überall gucken. Ist so geil. Die guckt sich erstmal überall erstmal um. Sagt die, jo Leute. Tierarzt kommt. Okay, Enya. 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 Du bist, wo geht ihr denn hin? Ah, da ist der Sparky. Okay, wir gucken auch nebenbei mal. Alterung, Anti-Aging, Gast. Okay, ist nichts, was wir sonst brauchen. Wir haben ja noch drei von denen. Wobei... Wir kaufen hier von denen Teilen noch was. Wellness haben. 4, 5, 6, 7, 8. Gut. So, Emmy. Emmy, wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Komm mal hierher. Ich glaube, wir gehen hier hin. Sparky, was ist los? Oh nein. Enya, Sparky ist auch hier. Ach du liebe Neune. Mach mal dein München auf. Ich weiß, Katzen hassen das. Nicht schön sowas, aber das muss leider sein. Geh, Emmy. Hier, kannst du hier denn irgendwas machen, zugucken? Eine vorbeugende Spritze. Emmy. Eine vorbeugende Spritze kriegt die kleine Maus. Ist das für dich okay? Ja, oder?
Wir scheuen keine Kosten. Nala, wo bist denn du? Sparky, alles gut bei dir? Scheint so gut, die Nala. Ja, meine Lieben. Klar, wenn wir irgendwann dann die WG aufdrösen, heißt die Yuki zieht mit Ben zusammen, die Ellie mit dem Aiden, haben wir natürlich nur vier Personen derzeit im Haus. Heißt, die beiden könnten, wenn wir uns noch einen Kater zulegen sollten, könnten die nochmal Nachwuchs bekommen. Du machst keine Hausaufgaben, jetzt musst du die Nala bitte anmelden. So, Nala-Line. Deshalb, ja. Aber man hat es gesehen, ich zeige es nochmal. Man könnte hier Sterilisation, Kastration machen. Finde ich cool, dass es das gibt. Hi, meine Liebe. Du bist pregnant. Wer ist denn der Vater von dir? Von deinem Baby? Na, Nuiao? Nuihao? What the hell? Oh mein Gott. Und sie bekommt ein Mädchen. So, Emmy. Nala, du bist dran, Schatzi. Hast du dich jetzt hier vorgestellt? Versuch mehr freundlich versuchen vorzustellen. Stell dich mal vor. Ich sag mal Hallo, Theresa. Sie hat Hallo gesagt. Kennen wir sie jetzt? Buja! Hi! Hi, kleine Maus. Mit wem bist du denn jetzt hier? Wahrscheinlich mit der Bella Rose, gell? Ja, das ist die Nia. Unsere Nia-Maus. Hingehen, bitte. Ja, Nala, passiert nichts Schlimmes. Wird nur einmal kurz durchgecheckt, gell? Und dann ist auch alles gut, gell? Sag mal, hallo. Ja, Emmy muss gucken, gell? Immer schön zugucken. Nicht die Tierchen allein lassen. Stinken hat Mund? Oh. Hast du einen faulen Zahn? Oh Gott, wie das aussieht. Emmy, nein, nein, keine Hausaufgaben machen. Die vorbeugende Spritze. Piup. Piups. Dann kannst du beide mal loben. Wo sind die Enya? Enya, du kleines neugieriges Mäuschen. Wo bist du? Enya. Wo ist Enya? Wo sonst? Typisch meine Katze. Es ist typisch Emmys Katze. Überspringen an der Theke, bitte belehren. Und wenn du das gemacht hast, kannst du sie loben, auch wenn es jetzt blöd ist im Nachhinein. Weil sie so brav war beim Arzt. So, Nala, wo bist du? Du bist hier. Dann kannst du mal hier. Kannst du sie auch loben? Loben, loben, loben hier. Emmy, auf Hausaufgaben zu machen. Danke. Musst du jetzt nicht machen. So, denn ich hatte vor, heute zum Tierarzt zu gehen. Das haben wir geschafft. Ich werde die beiden jetzt vorerst mal nicht kastrieren, beziehungsweise sterilisieren lassen. Und bei Sparky und Penelope bin ich am Überlegen, ob man da was machen soll. Genau, sag mal, nein, nicht immer an der Theke hochspringen. Das ist nicht gut. So, Emmy. Taxi. Wir reisen wieder nach Hause. Denn ich hatte heute nämlich noch was ganz Cooles vor. Ich wollte nämlich mit den Mädels feiern gehen. Da werden wir uns jetzt so langsam drauf vorbereiten, die letzten Vorbereitungen noch machen. So, wir sind wieder zu Hause mit unseren Süßis. Müssen wir hier irgendwas machen? Nö, gell? So, genau. Hausaufgaben und sowas haben sie alles gemacht. Abgeschlossen, abgeschlossen für den Montag. Dienstag machen wir dann später. Die Emmy ist hier aber schon fleißig am Machen. Der Ben hat die 6 Durchbrüche erzielt, hat Hunger und sollte mal aufs Klo gehen. Nein, du grillst dir jetzt bitte nichts. Ihr wollt immer grillen. Ellie, was machst du? Du machst Yoga. Na gut, dann mach die Veggie-Burger fertig. So, meine Hübschen. Du bekommst scheinbar deine Tage bald. Genau, die Yuki hat ihre Hausarbeit eingereicht. Hat die Hausaufgaben für morgen gemacht. Der Leo ist ready, der hat seine Präsentation gehalten, der hat die Abschlussarbeit eingereicht, die Emmy hat auch die Arbeit eingereicht. Also dieses Semester ist entspannt, deshalb gucken wir mal, dass wir die Mädels jetzt gucken, wie es denen geht. Fit sind sie, das ist das Wichtigste, dass sie uns nicht zu müde sind und du bräuchtest Spaß.
ein Sportspiel spielen und ein bisschen sozial. Und die Ellie hat Level 3 erreicht. Jetzt sag mal, hallo Nala, wie geht's dir? Komm hier ans Streicheln und ein Leckerli geben. So, Ben, wo sind die Enya? Enya, wo bist du, mein Schatz? Enya, da ist die Enya. Die Enya isst was. Guck mal, kannst hier streicheln und dann auch, wo ist es? Ein Leckerli geben. Leo, was machst du? Du machst Hausaufgaben. Das finde ich cool, dass du das immer so schön freiwillig machst. Wir haben den ersten Frühlingstag. Sehr cool. Guck mal, welche machst du überhaupt? Ah, die da. Ja, guck mal, der Leo, der macht schon seine Hausaufgaben von alleine. April, hi. Schaust denn du wieder an? Hm? Darf ich dich umziehen? Du gefällst mir so nicht. Du gefällst mir so nicht, mein Schatz. Komm, wir gucken mal, was kannst du anziehen. Genau, die April hat noch ein paar andere Kleidungsstile bekommen, beziehungsweise ich habe mir ein paar andere Outfits noch gegeben. Wie kannst du ein Sommeroutfit anziehen? Bitteschön, mein Schatz. Und da ist die Zoe, oder? Nee, die Vanessa Braun. Genau. In der nächsten Folge, wenn wir bei Familie Thompson wieder sind, kann ich euch mal zeigen, wie sich die Entwicklungen hier vonstatten getan haben. Es ist einiges passiert. Emmy, was machst du? Ah, du bist hier ein bisschen am Quasseln, okay. Möchtest du ein bisschen Yoga machen, mein Schatz? Yuki, guck mal, du kannst hier einen Trank brauen. Und zwar kannst du mal Bedürfnistränke machen. Dann hast du nämlich ein paar mehr. Und dann können wir uns die des Öfteren mal dann bei dir klauen. Und ja. Ellie und Aiden wollt ihr eigentlich mal wieder ein bisschen techteln. Aiden duscht scheint's gerade. Gut. Leo, was machst du? Sitzen. Leo, komm. Du kannst auch ein bisschen Yoga mitmachen. So, die Burger machen wir hier in den Briefkasten. In den Briefkasten rein, oh mein Gott. Leo, du hast schon wieder deine Hausaufgaben vergessen. Bitte. 2, 1, 1. Okay. Sehr gut. Ja gut, dann lassen wir die jetzt hier mal ein bisschen Yoga machen. Und ich würde sagen, dass wir dann vielleicht so gegen 19 Uhr, ich weiß, es ist früh, normalerweise geht man so gegen 10, halb 11, wahrscheinlich sogar noch später hin. Aber ich möchte auch nicht so spät, wenn ich ehrlich bin. Weil erstens haben sie alle nächsten Tag wieder ein paar... Guck mal, wir können das doch hier einschalten. Mach mal Hip-Hop an. Ich habe nämlich was eingestellt. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Für mich hört sich das genau gleich an. Genau. Ellie, iss mal bitte jetzt. Yuki, gut, fit sind sie soweit. Das ist wichtig. Alle, sogar die Herren sind fit. Und das nächste Mal, das nächste Wochenende, wenn wir dann wieder hier in der WG sind oder mal unter der Woche, wenn sie alle ihre Hausarbeiten schon haben, gehen die Jungs da mal ein drauf, Mann. Aber ich wollte heute mal nur mit den Mädels nehmen. Du gehst nicht Ping-Pong spielen, bitte. Und dann, ja. Komm, wir suchen uns schon mal ein paar Outfits raus. Ellie, was kannst du denn anziehen, meine Süße? Was könntest du denn anziehen? Oh, die Ellie hat auch so schöne Sachen von mir bekommen, wenn ich das sagen darf. Soll man dir das anziehen? Oder willst du... Okay, das ist ein bisschen vornehmer. Ich würde das, glaube ich, nehmen. Ich habe nämlich einen Club platziert. Und, ja, ich bin mal gespannt, wie es mäßig aussieht, ob da was los ist oder nicht. Ich würde sagen, die Yuki kriegt das Kleid. Emmy, mein Schatz, du kannst eigentlich aufhören und dann ziehe ich dir deine Sachen schon an. Dann würde ich sagen, düsen wir direkt los, dass wir keine Zeit verlieren. So, mein Schatz. Tschüpp. Du hast deine Sachen auch an. Und dann rufst du mal ein Taxi. Und mitgehen die beiden Mädels. Oh, hier geht's langsam wieder runter. Wieso? Was ist los hier? Was ist los hier, mein Leben? Hm? Erzählt mal. Ja, ich möchte halt so ein bisschen Abwechslung halt immer mit in die Folgen bringen, dass es halt nicht dieses ewige Hausarbeiten machen, Hausarbeit schreiben,
zur Universität gehen. Und die Zoe ist wieder schwanger, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, die Zoe ist... Ja, seht ihr das im Bild? Die ist wieder schwanger. Ah, und noch was, Aggie, falls du das irgendwann siehst. Die Kleinen haben nochmal Nachwuchs bekommen. Deine Hundis. Mittlerweile sind es 4 Welpen. Rein theoretisch. Entweder könnte die Mia nochmal schwanger werden oder eine der Hunde. Wobei ich glaube, die Mia hat, oh mein Gott, hier sind 3 Kinder im Haushalt. Das zeige ich euch aber alles in Ruhe dann das nächste Mal. Wir sehen uns gleich. So, das sind wir. Und wir ziehen euch erstmal wieder um. Sind sie nicht hübsch, unsere Mädels? Vielleicht kann die Emmy ein paar Fotos machen. So, ich habe nämlich einen Club aus der Galerie runtergeladen. Bisher ist nicht viel los. Es sind bisher 2 weitere Gäste hier. Aber ich finde, der sieht so cool aus. Ich zeige euch den einmal von außen. So sieht er aus. Ich finde, der sieht mega cool aus. Und dann haben wir hier Whirlpool und so weiter und so fort. Hier haben sie dann so ein paar Tanzflächen. Hier können sie sich ein bisschen... Ah, nee, hier ist schon eine. Und zwar der Patrick. Patrick Schäfer. Du bist doch einer... Na, das ist doch der Verspielstand. Das ist nicht einer der Kids. Genau, hier liegen Würstchen und so. Und es gibt dann hier unten noch so ein riesiges Ding. Dann würde ich doch sagen, können sich unsere Mädels erstmal hier ein bisschen frisch machen. Frisch machen. Frisch machen. Frisch machen. Ist das nicht eine Idee? Die Yuki ist total angespannt wegen ihrer Periode. Ach, Mäuselein. Ich bin mal gespannt, wen haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier einmal die Vanessa Brown. Sie kennen wir ja. Mit Sonnenbrille und komischen Piercings. Wer ist denn diese Sahneschnitte? Hallöchen. Wer bist du denn? Hottititotti. Wie heißt du? Grey Blue. Mhm. So, unsere Girls gehen sich jetzt hier frisch machen. Oh mein Gott, das Bild sieht cool aus. Wie sie sich alle schön frisch machen. Wie süß. Das ist so das typische Diva-Verhalten. Wenn du in den Club gehst, guckst du erstmal, ob du noch schick aussiehst. Oder? Sieht immer die... Also es ist Guys Night. Okay, die Herren bekommen reduzierte Sachen an der Bar. Okay. Ja, kommt jetzt hier auch noch einer, ein DJ oder so? Hello? Ja, Emmy, dann würde ich doch mal sagen, könnt ihr mal zusammen hier hingehen und dann bestellt ihr Getränk bestellen, für die Gruppe bestellen. Wir gucken mal. Sollen sie sich eine Fruchtbrause nehmen? Ja, komm. Bestell mal eine Fruchtbrause, Emmy. Also jetzt nicht, dass unsere Mädels hier so ein bisschen Etepetete sind, aber ich finde, das können sie sich einmal ausnahmsweise gönnen. Jetzt gehen sie zusammen an die Bar. Unsere Mädels sind so schön alle. Und ich finde, Emmy sieht aus wie ihre Mama, ey. 1A. Alle mit Sonnenbrillen? Okay. Wen haben wir hier? Masato. Florian. Da ist die Vanessa. Unsere Barkeeper ist die Avani. Ja, und hier haben wir auch noch wen? Patrick, Marco, Christina. So. Da irgendwie kein DJ kommt, was ich sehr komisch finde. Habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht gesehen. Wir wollen ein bisschen Party machen. Eddie, flirtest du mit der Emmy? Ich glaube, das haben die Mädels auch mal gebraucht. Diesen ruhigeren Tag. Nur für sich, ohne die Herren. Und jetzt machen sie ein bisschen
Party. Ach so, genau, wir sind hier in Forgotten Hollow in der Vampir-Gemeinde. So, dann gucken wir mal, ist der DJ da? Ja, der DJ ist da. Dann könnt ihr doch mal hier zusammen tanzen. Ja, okay, ich muss sagen, im Vergleich zu den ganzen anderen Partys sind hier auf definitiv mehr Sims. Und die Christa ist da. Hallo, Christa. Emmy, mit wem flirtest du? Ach, niedliches Handeln. Emmy, übst du? Du hast aber einen Freund, du brauchst nicht zu üben, mein Schatz. Na los, ihr Süßen. Emmy geht jetzt schon los. Die Ellie, die backt ein bisschen fest. Yuki, gehst du auch? Perfekt. Guck mal, da könnt ihr doch hier ein bisschen tanzen. Bisschen dancy, dancy machen. Können wir nächstes Lied machen? Level 2. Kommen jetzt noch mehr zum Tanzen? Ja, ich glaube, langsam kommen sie alle zum Tansi-Tansi, oder? Na, macht Spaß, Mädels. Ihr könnt hier auch dieses Tanzen der Runde machen. Christa unterhält sich. Die Barkeeperin geht. Okay. Barkeeperin geht. Dann macht ihr mal euren Wechselschritt. Ja, wir tanzen. Du nur unsere Mädels. Naja, egal. Sie haben Spaß. Das ist das Wichtige, dass sie Spaß haben. Und sie sind einfach alle kokett. Bis auf die Yuki. Denn der Yuki ist übel. Wieso sind die übel? Und du musst ganz dringend pieseln. Gut, dann würde ich sagen, kannst du doch mal hier... Du kannst dich übergeben, okay. Verwenden. Aha. Interessant. Ich wüsste nicht, dass das aktiv ist. Okay, wir haben nichts gesehen. Wir haben nichts gesehen einfach. Die Emmy hat ihren Spaß... Die Ellie auch. Was macht die hier? Tanz in der Runde? Nee, braucht er nicht. Yuki? Du bist auf Toilette. Emmy hat die DJ-Fähigkeit erworben. Okay, sie schaut zu. Schatzi, du sollst doch tanzen. Gummi, mach mal den Armchair. Mal Pomp. Pop. Ellie? Du musst auch pieseln. Ei, dann hier. Schnell, verwenden. Wo ist die Ellie? Da ist die Ellie. Kurz mal vorbeigeschaut, ob alles okay ist. Dann geh mal auf Toilette auf. Gott, Elena rübst schon wieder. Gut, dass unsere Mädels noch nicht rübsen. Level 4. Emmy. Emmy. Los. Dance, dance, dance. Ui. Oh, was ist das denn? Emmy, was machst denn du da? Du sollst auch auf Toilette gehen. Yuki, dir geht's gut. Gut, dann kannst du hier auch tanzen. So, Yuki, was machst du? Oh mein Gott. Was soll das bitte? Hallo? Spinnst du? Kannst du bitte ihm sagen, er soll das gefälligst lassen? Hallo? Hallo? Ey, sag mal! Freundin! Sag mal, spinnst du? Melo hintergehst. Leo! Sag mal! Kannst du bitte gehen? Also, ich glaube, es geht los. Also heute spinnt mein Spiel definitiv.
Die da hinten hatten, ja, sind immer noch dabei. Die flirtet mit jemand anderem. Ich glaube, es geht los. Emmy, ich bin wirklich schockiert von dir. Wirklich. So. Halleluja. Lässt die sich den Hals von ihm knutschen? Was ist hier los? Hier, Leute, werdet mir nicht übermütig, gell? Unterhalten geht ja noch, ey. Also heute? Ich bin wirklich schockiert. Also das Rübsen und Pupsen ist mir mittlerweile nicht mehr irgendwie wichtig. Aber, Ellie, wo bist denn du überhaupt? Ah, du warst jetzt endlich mal auf dem Klo? Ellie, du sollst auf Toilette. Los jetzt. Sag mal. Ich bin wirklich schockiert. Lässt sie sich abknutschen von jemand anderem? Halleluja. Ganz ehrlich, was soll denn der Mist? Oh Gott, Leo. Leo, es tut mir so leid, ganz ehrlich. Wirklich, tut mir leid. Die spinnt ja. Ach, so habe ich die nicht erzogen. Also das wundert mich jetzt echt, was da abging. Komm, die kannte den ja nicht mal. Ah, oh, nein, 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 nein. Ich weiß, wieso die das gemacht hat und wieso die da hinten jetzt am Rumvögeln sind. Die romantische Stimmung versetzt Sims in einen Liebesrausch. Ja, das wird rausgenommen, definitiv. Jetzt weiß ich auch, wieso der die abgeknutscht hat. Ellie, was machst du jetzt? Du willst im Pool ein Nickerchen machen? Ich glaube nicht, dass das geht, mein Schatz. Du kannst aber, haben sie hier, gibt es denn hier nicht irgendwo so eine kleine Bank, dass du so ein Kraftnickerchen machen kannst? Man beachte bitte nicht die zwei da hinten. Kannst du hier ein Kraftnickerchen machen? Nee. Ellie, ich kann dich kein Kraftnickerchen machen lassen, das ist eine Scheiße. Hier, tanzt noch ein bisschen, wir gehen auch gleich nach Hause. Guck mal, dann war der fast 4 Stunden in der Disco. Ellie und Yuki sind gute Freunde geworden. Und die Emmy hat Level 5 erreicht. Hier, DJ, los. Wir wollen Party machen. Guter Gott. Also das hat mich gerade echt schockiert, was der Typ mit der Emmy gemacht hat. Halleluja, ganz ehrlich. Oh, ich hoffe, Leo nimmt das uns nicht böse, ey. Das wird mir jetzt noch fehlen. Ach, du Liebe, meine Emmy, du musst aufs Klöschen. Emmy, ich sag's jetzt mal so, du kannst in dem Sinn nichts dafür, das lag an dem Grundstücksmerkmal. Wer bist du denn? Elena Schäfer, du bist eigentlich echt eine Hübsche, muss man sagen. Ja, aber irgendwie sind auch alle wieder weg. Jetzt haben wir einen Barkeeper. Ja, ich glaube, Leute, das war's. Ich glaube, das war's. Ah ja, gut, dann würde ich sagen, ich lasse die jetzt hier noch ein bisschen tanzen und wir gucken, dass die dann vielleicht so in den nächsten 15 bis 20 Minuten dann nach Hause kommen. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe noch ein kleines Special, so eine kleine... Wie soll man das sagen? Was Kleines vorbereitet für die Zukunft. Und das findest du jetzt im Anschluss. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, warum macht sie das jetzt? Aber ich habe es mir eigentlich schon von Anfang an so ausgedacht und so überlegt. Bin natürlich offen für jede Meinung dazu. Aber eigentlich werde ich daran auch nichts mehr rückgängig machen und das irgendwie verändern oder so. Da steht fest, was jetzt im Anschluss gleich passiert wird. Das ist nichts Schlimmes. Also es wird jetzt hier keine... sterben oder so. Aber es ist natürlich schon so ein kleiner Schock für den einen oder anderen. Aber unsere Sims, die werden heil bleiben. Für manche wird sich das Leben drastisch verändern, das steht fest. Aber mehr siehst du dann gleich im Anschluss. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Familie Thompson. Ja, da gibt es auch eine kleine Veränderung bezüglich unserem Jaxie Boy.
Und ja, wir gucken mal, wie wir das mit den Tierchen machen, ob wir welche kastrieren lassen oder nicht. Ich bin ehrlich, ich bin so hin und her gerissen, weil mir das so im Herz wehtut, dass die so rumschreien und rummauzen und jaulen. Ich weiß halt auch nicht, ob man es wieder rückgängig machen könnte bei den Sims. Das ist halt das Problem. Also würde ich sagen, gut, für die Zeit machen wir es und dann lassen wir es einfach, weißt du, wieder das rückgängig machen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns Mittwoch wieder und hab noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!